Ja, so Leute, da bin ich wieder mit Let's Play Grey Matter. Der letzte Part, der 1 Stunde 15 Minuten ging, der war ja nicht so prickelnd. Den hat ja keiner angeschaut, deshalb mache ich jetzt den nächst kürzere Part. Ja. Ja, ich wollte halt einfach schon mal ein bisschen weiterkommen. Deshalb habe ich es halt so gemacht. Ich hätte es natürlich auch in mehrere Teile splitten können, aber egal jetzt. Jetzt werden wir erstmal uns hier umsehen. Was haben wir denn noch so? Ach ja, wir laufen jetzt wieder mit David rum. Laura hat vor dem Schlafengehen immer ihre Haare gebürstet. Okay. Gut. Was gibt's hier noch? Skulptur, aber das hatten wir alles schon. Dann gehen wir lieber mal raus. Ich meine hier. Und ja, gehen wir mal. Ja, einfach mal raus. Von mir aus. Erstmal ins Foyer, würde ich sagen. Was ich geil finde bei David, also wenn wir mit David Styles rumlaufen, dann ist das Kapitel meistens nicht so lang. Nur Samantha ist ja eigentlich die Hauptcharakter und damit, also mit der, da dauert es richtig lang immer, bis man mal ein Kapitel abgeschlossen hat. Er ist ja nur so nur ja, Nebensache, würde ich mal sagen. Guten Morgen. Hat Ihnen das Frühstück geschmeckt? Ja. Ist Samantha da? Sie ist in der Universität. Soll ich Sie anrufen? Nein, ich will nicht gestört werden. Sagen Sie ihr das, wenn sie kommt, ja? In Ordnung. So. Okay. Gut. Dann mal in den Keller. Und dann gehen wir mal wieder ins Labor. Laborchen. Und ja, schauen wir mal ein bisschen uns um. Gehen mal da hinten hin. Und schauen uns ja eben den Computer an. So, hier. Will er nicht? Doch, jetzt. Jetzt will er. Datei, Sitzung 1. Es würde Stunden dauern, die ganzen Daten durchzugehen. Ich muss mich auf einen bestimmten Zeitrahmen beschränken. Sams Gehirnfunktionen scheinen normal zu sein. Überraschenderweise. Na, da gibt's nichts. Gut, dann nächster. Alles im normalen Bereich. Keine Auffälligkeit. Ja? Auf Helenas Scan ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Okay. So wie ich es erwartet hatte. Alles gleich. Alles im normalen Bereich. Gut. Alles im normalen. Soll ich da jetzt alles. So wie ich. Soll ich da jetzt jedes auf Helen. einzelne mal kontrollieren? Alles im. Oder was? Sams Gehirnfunktion. Alles im normalen Bereich. Okay. Gut, wenn er das sagt. Sams Gehirn. Da ist doch rot. Auf Helena Scan. Ah ne, da ist ein bisschen orange, rötlich. Was? Aha. Was ist das? Jetzt sind sie alle rot. So etwas habe ich noch nie gesehen. Vielleicht könnte es sich hier um eine kurzzeitige Überspannung handeln. Interessant. Aber viele Daten habe ich nicht, mit denen ich arbeiten kann. Heute Abend nehme ich die alten MRT-Geräte. Die reagieren nicht so empfindlich. So etwas habe ich noch. So etwas habe ich. So etwas habe ich noch. So etwas. Okay. Gut. Und jetzt? Schauen wir uns mal Sitzung 2 an. 11:30 Uhr auch mal hier. Ne, ist alles normal. Ich teste jetzt mal alles. 32. Ne, alles normal. Gehen wir mal ein bisschen weiter hier. Was? 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 Was ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Okay.
so? Was? Was? So etwas habe ich noch nie gesehen. So etwas. Also 11.30 Uhr und 11.45 Uhr scheint also irgendwas nicht gestimmt zu haben. Würde ich mal behaupten, und ja. Was auch immer das war, es ist an beiden Abenden passiert. Das schließt immerhin eine Störung aus. Okay, also die Maschinen liefen richtig. Die Geräte. So, dann gehen wir jetzt mal in unser privates Labor. Einmal aufschließen, bitte. Naja, diese Rumgauklerei, die dauert immer Stunden, das sage ich euch. Das hasse ich an Adventures, aber ist nun mal so. So, was gibt's hier an der Tafel? Hier im Haus ist irgendjemand. Heute zu erledigen. Ah, das ist unser Ziel. Dr. Ramuskin treffen, Zufallsgenerator überprüfen, Gedächtnisübung. Ich habe heute ein Treffen mit Dr. Ramuskin ausgemacht. Hoffentlich kann er mir etwas zu Lauras Erscheinungen sagen. Ich habe heute... Ramuskin wird wohl sicher was wissen. Ha, und hier sehe ich was. Impo. Jetzt ist Impo. Ist es vielleicht imposant oder was? Ich weiß es nicht. Was willst du mir sagen, Laura? Mach weiter, Liebste. Noch ein paar Buchstaben. Nee, imposant müsste eigentlich nicht passen. Ist mir jetzt einfach mal so eingefallen. Aber an der Tafel war eigentlich auch nichts Besonderes. So, jetzt gehen wir nochmal an den Computer und dann schauen wir mal, ob wir was abchecken können irgendwie. Eigene Datei, die Kraft. Nee. Experimentenplan. Bericht. Videos. Ich habe beschlossen zu versuchen. Ich habe beschlossen. Nach wie vor erscheint Laura hier los. Ich habe beschlossen, ein neues Experiment durchzuführen. Und die Au- Nach wie vor erscheint Laura. Nee, das hatten wir alles schon. Da ist doch irgendwas faul. Da war ich doch richtig hier. Experimente. Okay. Jetzt wollte ich gerade mich verziehen, aber da sehe ich doch gerade, da ist Dr. Ramuskins Haus und da gehen wir direkt mal hin. Dr. Stiles, freut mich, Sie zu sehen. Tut mir leid, falls ich störe. Es ist mir eine Ehre. Ich erinnere mich noch daran, als Ihr Artikel in der Scientific American erschienen ist. Meine Kollegen und ich waren begeistert über die Aufgeschlossenheit, mit der ein führender Neurobiologe an das Thema herangegangen ist. Wie Sie wissen, haben sich die Dinge seitdem zum Schlechteren gewendet. Setzen wir uns doch. Genau. Sie klangen am Telefon so, als sei es sehr wichtig. Und dann labern wir ein bisschen und dann passt es auch, ne? Er guckt aus dem Fenster raus. Als Neurobiologe lernt man unter anderem, dass die Wirklichkeit subjektiv ist. Wie in der Geschichte von dem Blinden und dem Elefanten. Einer meiner Patienten hatte einen Gehirntumor und war davon überzeugt, dass seine Frau ein getarnter Außerirdischer sei. Jeder andere sah in ihr eine ganz normale Hausfrau. Er jedoch etwas Schreckliches. Welche Eindrücke gewinnen wir tagtäglich von unserer Umgebung, die uns vermitteln, wie wir die Welt wahrzunehmen haben? Der eine sieht einen Holzstapel, der andere einen schlafenden Riesen. Ja, ja, Wahrnehmung ist schon eine heikle Sache. Laura, meine Frau, ist im Jahr 2002 gestorben. Ich habe mich jedoch für eine Laura war auf jeden Fall entschieden, in der sie lebt. Gut, dann wissen wir es. Und in meinem Herzen. Ich habe damit angefangen, Experimente in einem Isolationstank durchzuführen, um so viele Erinnerungen an sie wie möglich aus dem Unterbewusstsein zu holen. Seien sie auch noch so banal. Es war mir egal, was andere über mich denken. Und weiter? Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass Laura tatsächlich zurückkommen könnte. Mir lief es gerade eiskalt den Rücken runter. Fangen Sie doch am besten ganz von vorne an, während ich im Kamin Feuer mache. Kein Feuer, bitte. Kein Feuer. Oh, bitte verzeihen Sie. Ich lasse uns Tee bringen. Also, ich bin wirklich gespannt, was Sie zu erzählen haben, Dr. Stiles.
Lassen Sie bitte nichts aus. Klingt wirklich faszinierend. Ich selbst habe zwar noch nie mit einem Isolationstank experimentiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dabei zu einer Energiebündelung kommen kann. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Und natürlich interessieren mich Ihre Theorien zu diesem Phänomen aus der Sicht des Neurobiologen. Also, wenn Sie so freundlich wären, fangen Sie bitte an. PSI und Trauma. Ist es bei den Ihnen bekannten Fällen von Erscheinungen häufig so, dass die Verstorbenen von ihrem Tod besessen sind? Kann man so sagen, ja. Vor allem, wenn sie nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Laura scheint mit mir über den Unfall reden zu wollen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es dafür wirklich einen triftigen Grund gibt oder ob sie nur aufgrund eines Schocks auf diesen Moment fixiert ist. Ich bin mir sicher, dass sie nichts unversucht lassen, das herauszufinden. Falls wirklich nichts dahinter steckt, wird sich das früher oder später zeigen. Ja, natürlich. Ähnliche Erscheinungen. Haben Sie schon einmal von ähnlichen Erscheinungen gehört? Ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Einige Aspekte, zum Beispiel die Art und Weise, wie Laura mit Ihnen im Isolationstank kommuniziert hat und dann die Nachricht mithilfe des Zufallszahlengenerators, klingen für mich wie eine klassische Kontaktaufnahme aus der geistigen Welt. Aber andere Dinge, die Sie beschrieben haben, zum Beispiel die Sache mit dem weißen Kleid, Lauras Gestalt unter dem Bettlaken und dann natürlich die Vorfälle in der Universität, deuten eher auf Telekinese hin, also auf das Bewegen von Objekten mit der Kraft der Gedanken. Sind Sie sicher, dass all diese Manifestationen auf Laura zurückzuführen sind? Natürlich. Ein paranormales Phänomen ist ja schon außergewöhnlich genug, aber zwei wären dann wohl doch des Guten zu viel. Denken Sie nicht auch? Da ist was dran. Ja, PSI und Neurobiologie. Studien mit sterbenden und komatösen Patienten haben zu einigen interessanten Theorien geführt, die das menschliche Bewusstsein betreffen. Es liegen bestätigte Fälle vor, in denen das Gehirn das menschliche Bewusstsein aus dem Körper projiziert hat und die entsprechende Person Dinge wahrnehmen konnte, die sich beispielsweise in einem anderen Zimmer ereigneten. Wenn das Bewusstsein in der Lage ist, sich außerhalb des Körpers zu erfahren, kann es möglicherweise den physischen Tod überdauern. Haben Sie eine wissenschaftliche Erklärung dafür, wie das genau funktionieren könnte? In der Quantenphysik gibt es Ansätze, wonach der dreidimensionale Raum und die Zeit im Grunde vom Gehirn erzeugt werden, um die Unmengen an Daten verarbeiten zu können, die unsere Realität darstellen. Das Gehirn funktioniert wie eine Art Wandler, genauso wie ein Fernsehgerät, das elektronische Daten verarbeitet und in ein Bild umwandelt. Wenn das menschliche Gehirn Raum und Zeit erschafft, kann es möglicherweise das Bewusstsein in die Vergangenheit oder Zukunft projizieren und macht es damit sozusagen unsterblich. Das ist faszinierend. Ich hoffe, Sie haben vor, diese Theorie zu veröffentlichen. Ich stecke noch mitten in den Forschungsarbeiten. PSI und Feuer. Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen Psi-Aktivität und Hitze? PSI. Oder sag Feuer. Ich. Ja, bei Telekinese zum Beispiel spielen die Elemente eine große Rolle. Es gibt da ein klassisches Beispiel mit Poltergeistern bei einem jungen Mädchen in Amerika. In ihrem Fall hatten die Manifestationen immer etwas mit Wasser zu tun. Es lief die Hauswände runter, sickerte durch die Tapete und kam aus dem Boden. Ein anderes typisches Telekinese-Phänomen ist das Regnen von Steinen. Und ich erinnere mich daran, einmal etwas über einen Schamanen in Ostafrika gelesen zu haben, der seine Opfer in Flammen aufgehen lassen konnte. Das alles deutet darauf hin, dass die telekinetischen Kräfte aus der Erde gespeist werden. Allerdings wüsste ich nicht, dass es zu diesem Thema irgendwelche Studien gibt. Ja, wisst ihr, wieso ich PSI sage? Weil beim Fahrrad gibt's Bar, also ist für den Luftdruck, und Bar und PSI. So heißt es halt. Und deswegen sag ich immer PSI statt Psi. Okay, Schamane. Können Sie mir mehr über den Schamanen aus Ostafrika erzählen? Was mir noch einfällt ist, dabei handelt es sich um einen gut dokumentierten Fall aus dem frühen 20. Jahrhundert, dem sich ein Mitglied der Society for Psychical Research angenommen hat. Der Forscher ist in Afrika auf diesen Schamanen gestoßen und hat ihn einer Reihe von Tests unterzogen. Er vermutete, dass der Schamane die Fähigkeit besaß, so viel Elektrizität zu konzentrieren,
dass er damit bewusst Dinge in Brand setzen konnte. Diese Annahme schien sich dadurch zu bestätigen, dass der Schamane diese Fähigkeit nicht nutzen konnte, wenn er nass war. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass zu dieser Zeit Experimente mit Elektrizität sehr in Mode waren. Dennoch, hier scheint es sich um einen klaren Fall von Telekinese zu handeln. Vorfälle auf dem Campus. Ich frage mich, ob die Vorfälle auf dem Campus vielleicht darauf zurückzuführen sind, dass Laura versucht hat, mit mir in Kontakt zu treten. Wenn sie dafür Energie aufbringen muss, entlädt sie sich anschließend vielleicht auf unvorhergesehene Weise. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss die bei den Vorfällen auf dem Campus erzeugte Energie ungewöhnlich stark gewesen sein. Und das entspricht nicht dem, was ich bisher über spiritistische Kommunikationsformen gehört habe. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie noch nie mit einem Fall zu tun hatten, in dem ein Isolationstank zum Einsatz kam. Das ist wahr. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Sache weiterentwickelt, Dr. Stiles. So, wo geht er jetzt hin? Danke für Ihre Einschätzung, Doktor. Ach ja, noch etwas. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht sagen, wie ich Laura helfen kann, durchzukommen. Dr. Stiles, ich bin mir nicht ganz sicher, was genau Sie mit durchkommen meinen. Erdgebundene Seelen sitzen hier fest, wenn sie ein Trauma nicht überwinden können oder nicht bereit sind, ihren Tod zu akzeptieren. In diesem Fall geht es darum, den Verstorbenen sozusagen zu erlösen, damit er weitergehen kann. Weitergehen? Wohin? Ins Nichts? Ich meine, was wäre, wenn es wirklich möglich ist, Laura zurückzuholen? Aber in welchem Körper soll sie leben? Wie soll sie mit unserer Welt interagieren? Alle Religionen glauben an ein Jenseits und... Ja, danke, Doktor. Es wird langsam spät. Ich hoffe doch, Sie halten mich auf dem Laufenden. Er nervt ihn gerade deshalb. Schönen Tag auch. Sagt er schnell, ich gehe. Ja, Leute, und wie es hier weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part von Let's Play Grey Matter. Also bis dann.